Jetzt gehe ich dann mit dem Schwämmchen um die Holzrahmen rum, weil ich hatte, ich will das erst morgen abkleben, weil ich das streiche. Ja, natürlich muss ich den Fenster abkleben, wenn ich anfange zu strichen. So, manche fragen mich, was benutze ich für Werkzeug? Eigentlich scheißegal, ich bin nicht so markenfixiert. Ich bin ganz ehrlich, die Sachen habe ich günstig erworben. Das ist jetzt eine Bosch, ob das Makita ist oder Makita habe ich auch mal gehabt, wurde mir geklaut aus dem Auto, ganz toll. Aber hier für diese Arbeiten habe ich mein Keller gegangen, sage ich, weißt du was, ich nehme das mit, das brauchst du und fertig. Das ist hier die kleine Bosch, Nummer steht hier drauf, ist, keine Ahnung, hier 12 Volt Akku, ne? Und dazu die passende, habt ihr ja gesehen im Einsatz, die passende kleine Stichsäge. Ja, alles in der kleinen Tasche drinne. Da ist sonst egal, die ganzen Gedöns von unten raus. Mal eine Zange, mal einen Hammer, liegt da drinne, Akkuladegerät. Und dann passt das. Ja, bei den zwei Werkzeugen sind auch zwei Akkus dabei, aber nur ein Ladegerät. Das Schöne ist, wenn man nur den Schrauber braucht und die Säge jetzt nicht, da hat man zwei Akkus. Und ja, passt. Oder nur die Säge für so Kleinigkeiten. Mal so eine Arbeitsplatte, mal so eine Spüle aussägen. Das ist gerade so möglich mit dem Ding. Ne? Ist aber auch wichtig, das Sägeblatt ist wichtig. Ein gutes Sägeblatt und nicht so viel drücken und dann schafft die das auch. Ne? Also für hier die Arbeiten reichen die Sachen. Was benutze ich noch? Ja, dass der Bit magnetisch ist für die Schraube. Dann kannst du die mal loslassen. Zack, fertig. Ganz einfach. Ne? Nee, ist das nicht. Kein Hexenwerk. Also wie gesagt, wer Makita Hilti oder was weiß ich was haben, soll er nehmen, wenn er darauf abfährt. Jo, jedem seins, alles meins. Manche haben auch mal gefragt, was trägst du für eine Arbeitshose? Wen interessiert? Also, das ist von Mascot, ist das eine. So ein stabiler Stoff. Schöne Zollstocktasche. Passt wie immer Zollstock, Bleistift, Messer und mein Schlupfeisen noch rein. Was gut ist an der Hose, die ist wirklich stabil. Hier kann man Knieschoner reintun. Die stopft man da rein im Klettverschluss. Wunderbar. Was ist noch Gutes? Ja, eine Seitentasche. Und hier hinten so ein bisschen verstärkt. Wenn ich mich nämlich bücke, ne? Damit der Maurerdekolleté nicht zu sehen ist. Das ist immer ganz gut, ne? Wenn man sich am Arbeiten müssen, dann steht einer hinter dir, guckt dir zu und sieht den, die guckt in die Ritze. Ist mir unangenehm. Ne, also wie gesagt, das habe ich von Mascot geholt. Ist ja sehr robust. Und was habe ich noch von Mascot? Vielleicht kriege ich ja bald von den hier, 10, 10. So eine kleine Tasche habe ich mir geholt. Und da kann ich hier Schrauben, einfach für Schrauben. Hier Messer klingen. Das ist von mir im Elektriker. So eine Stromprüfer habe ich immer dabei, falls irgendwo was ist. Kannst du auch für was anderes benutzen, falls du. Keine Ahnung, viele Taschentücher brauchst du, Taschentücher rein, das ist auch real, ne? Und ja, das sind so die Klamotten, also die Arbeitshosen, ne? Arbeitsschuhe, scheißegal, Hauptsache Stahlkappe, ich glaube S3 muss jetzt sein, Feierabend. Und ja, Firmen-T-Shirts, ich habe heute das ein anderes T-Shirt, muss ich mal ein frisches T-Shirt anziehen, ne? Gerne nicht stinke zur Arbeit kommen, ne? Ja, so sieht er aus. Mascot, gute Hosen. Gibt zwei verschiedene Stoffe. Also einer, der ist so flexibel, ja, aber den mag ich nicht. Der ist robust und stabil, der Stoff, und der passt. Bitte sehr. Ich klebe das jetzt ab. Ich lasse hier so 2-3 mm. Kommt immer noch das Fenster an, weil teilweise waren da vom früher noch die alte Farbe drauf. Dann braucht er 2-3 mm Platz. Einfach gucken, dass man am schön, dass man das Holz sieht bis zur Farbkante. Und das wollte ich mal gucken. Ich weiß ja, ob man das sieht, wie man an den Ecken, wie ich an den Ecken sauber abklebe, damit man nicht die, was weiß ich, hier, die Franzels da rein macht. Ich lasse das einfach länger. Ich versuche es mal zu zeigen. Ich klebe mal hier vorne ab. Und so, gleich, warum ich das länger lasse. Schon viel zu lang hier.
vor. So, gehen wir bis darüber. So, schön festdrücken, vorsichtig am Rand. Wegen dem Acryl, was ich nachher da so reinmache. Ne? So, jetzt entweder ich habe ja dieses Stuckeisen oder halt ein Cuttermesser. Jetzt mit dem Cuttermesser sich das die Ecke raussuchen. Schön spitz. Und dann einfach, also schön an die Fläche dran drücken, an das Fenster dran drücken, das Cuttermesser. Und dann einfach scharfkantig abziehen. Ich versuche das mal zu zeigen. Dann sieht das so aus. Seht ihr das? Moment, ich drücke es mal ein bisschen dran. So, dann ist eine schöne Ecke. Das mache ich jetzt von hier unten auch nochmal. Und dann kann ich hier wunderbar, Moment, langsam, also wie gesagt, schöne spitze Ecke. Das mache ich jetzt gleich hier auch nochmal, zeige ich euch nochmal. Bin noch ein bisschen dran. So, mache ich das nochmal. Die andere Seite. So. Das ist jetzt nur um zu zeigen halt, ne? Wie ich das mache. So. Und da kann ich ja unten drunter, sehe ich ja, wo der doppelt ist. Und dann mache ich das gleiche nochmal mit dem Messer. Dann sieht das mal so. Dann stelle ich euch mal hier rüber. So. Und jetzt mache ich das so. Moment. Halte ich genau wieder auf die Ecke. So. Und dann ziehe ich das so ab. Und dann habe ich hier wirklich hier eine saubere Ecke. Brauche ich nicht so viel zu fummeln. Ich zeige euch das jetzt mal von der Nähe. Ich mache euch mal vom Stativ ab. So, und dann seht ihr hier, ist wunderbar. Ne? Eine schöne spitze Ecke. Das bedeutet dann, wenn dann mit dem Acryl nachher, hier mache ich das auch noch, ne? Wenn ich dann mit dem Acryl jetzt gleich hier durchgehe, ganz dünn, und dann ziehe ich das Klebeband später ab und dann ist da auch die Ecke schön gerade, scharf. Kann ich gucken, ob ich dann nachher mal ein Foto hinten reinschieße. Mehr brauchen wir nicht. Ne? Also, und wenn ihr Acryl macht, also wirklich mit der Acrylfuge, ich glaube, ich werde auch mal ein Video machen mit einer Acrylfuge, wie ich das mache. Ist ein spektakuläres, ne? Also was wichtig ist, nämlich hier, dass nicht so dick Material auf dem Klebeband ist, ja? Weil wenn da zu dick ist und ihr zieht das ab, da zieht man nachher, ja? Wirklich ganz dünn, scharfkantig am Klebeband abziehen, matscht da nicht so viel mit rum, ja? Ich guck mal, ob ich das reinkriege. Moment, ins Helle. Also beim Abkleben gibt man sich Mühe. Also ich muss echt sagen, wie zum Beispiel der Fliesenleger und der Maler, das sind ja immer die letzten, wo dann nachher quasi die Möbel reinkommen oder so. Ne? Ich bin jetzt kein gelernter Maler, das habe ich mir so angeeignet. Habe ich mir durch gewisse Videos auch ein paar Sachen abgeguckt oder halt über die Zeit ein bisschen ja, sich angeeignet. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sage, das ist mir egal. Gebt euch einfach beim Abkleben Mühe, damit ihr es nur einmal macht und fertig. Mache ich auch. Und danach habe ich auch Ruhe. Ne? So, 7 Fenster warten auf mich. Ich muss wieder machen. So,
ich habe ja über Spachteln erzählt, dass man das nicht glatt spachtelt, quasi glatt schleift. Es gibt ja gewisse Spachteln, da kann man echt schon glatt spachteln, aber halt, wie soll ich das erklären? Also schleift macht es eher glatt. Jetzt habe ich hier noch dieses Glasfaser, das kann man so schlecht erkennen, Glasfaserband, hier mal so ein Pickelchen und da mal. Da lasse ich mich einfach nur nicht verrückt machen von solchen Kleinigkeiten. Und ja, wir werden einfach diese Sachen, wird ein bisschen laut, ne? Oder das hier, wenn man das erkennen kann hier. Da genau, sieht man die minimalistische. So, und jetzt. So, und dann ist das glatt geschliffen. Ja, okay, macht euch da bei so einem kleinen Grat nicht verrückt. Oh, der muss weg. Den könnt ihr wegschleifen, wenn das trocken geworden ist. Ja, ich benutze hier einfach so ein Klötzchen hier. Kann ich hier schön durch die Ecken gehen. Einmal von hier, einmal von da. Also nichts Weltbewegendes. Macht euch beim Spachteln nicht bekloppt. Weil, wie gesagt, ich habe einen gehört, dass, oh, alle von YouTube erzählen immer, oh, wie toll die spachteln können. Immer die schleifen das alle glatt. Ganz einfach. Ich mache ohne Glas. An den Nähten, also an den Stößen, habe ich ja dieses Glasfaserband genommen. Ne? Dieses Glasvlies da. Ne? So, das Schöne an dem Glasvlies, wenn man das schleift, dann kriegt das schön wirklich beigeschliffen. Da gibt es ja noch dieses Gewebeband selbstklebendes. Kann man auch nehmen, würde ich aber nicht nehmen bei diesen Einmannplatten. Da kommt es nämlich auf die Kantung an. Also die gibt es ja so halbrunde Kante oder halbrund abgeflachte Kante. Die bei den 1,25 Meter Platten rechts und links, da kann man die selbstklebenden vertieft einbauen, weil das Glas, dieses Gewebeband wegschleifen, ist schlecht, ja, bei diesem Glasfaserstreifen, den kriegt man so ein bisschen schön beigeschliffen, ja, deswegen nehme ich den jetzt bei diesen Kanten und das andere Gewebeband bei anderen Anforderungen oder anderen Baustellen, ne? Bei den anderen Platten ist mir das lieber, bei dem nicht, oder man muss halt wirklich danach wirklich schön über das Gewebeband schön drüber spachteln, weil wenn man schleift, damit das Gewebe da nicht wieder zum Vorschein kommt, ja, also einfach darauf achten lassen.